Hallo meine Freunde, willkommen in Survival Fountain of Youth. Geplanterweise der letzte Part, weil wir praktisch durch die Story sind wir. Wir schauen uns die letzte Insel noch an, Salpetersgrube etc. Und dann vielleicht nochmal kurz rumrennen, fertig rumrennen im Stream. Aber das wird die letzte Folge sein, die ich mir so zusammenschnipsel. Bis zum nächsten Update, weil geil ist es ja. Es ist halt nur immer ein bisschen kurz, was da kommt, finde ich. Aber gut. Soll so sein. Wenn der Waldhäuselbub mir das Spiel erklären könnte, ich habe das immer nur gehört, dass es eins der besseren ist. Und mal zu, aber ich habe das noch nicht ganz irgendwie. Ja, ich bin fertig mit der Story, bin ich fertig. Holy. Also, die hat sogar das Spiel schon gesagt: Story ist aus. Bis zum nächsten Update. Also, mit der Story bin ich fertig, das habe ich gemeint. Wir sind mit der Story fertig. Dass ich nicht jedes Item crafted habe, das weiß ich. Ich habe ja noch nicht einmal, gerade mal die Pistole craftet, aber noch nicht einen Schuss dazu. Also, aber das werde ich nicht mehr in einem YouTube-Video dann fertig machen. Wenn ich es mir noch anschaue, wie es aus ist fürs nächste Mal, mache ich das wahrscheinlich dann im Stream einfach weiter ein bisschen. Aber ob ich noch einen Part mache, wo ich nur dastehe und irgendwas zusammencraftel, dann, das glaube ich eher nicht. Das habe ich gemeint damit. Zu tun gibt es ja nur einiges. Ich könnte auch die ganze Base umbauen, aber das ist mir ein bisschen viel Aufwand jetzt, glaube ich. Den Indianer habe ich schon gefunden. Mit dem möchte ich jetzt reden fahren, das machen wir jetzt gleich. Wir bauen nur zuerst jetzt den Salpetersgrube auf, weil ich die gern. Ich glaube, die wird ja auch ein bisschen brauchen, bis das alles zersetzt hat. Und das brauche ich ja dann. Kompostgrube brauche ich die da. Die bauen wir jetzt geschwind auf und dann fahren wir schon zum Indianer und erkunden ein bisschen hinten. Wenn das Spiel schon fertig wäre, würde ich da recht geben. Aber da das Spiel ja noch weiterentwickelt wird, da kann sich noch auch was rückwirkend ändern. Ich würde das Spiel sowieso nochmal komplett neu spielen, wenn es fertig alles da ist. Ja? Weil wie oft haben sie im Nachhinein schon was geändert? Schaut der Wallermann. Da ist die Story und die ganzen Anfangssachen sind geändert worden, wie das Spiel dann immer, wenn ein Addon dazukommen ist. Das wird hier auch noch passieren. Also wir werden dann noch genug Möglichkeiten haben, das noch einmal durchzuzocken komplett. Weil schön ist es ja. Ich hoffe noch nach wie vor auf an die Ankündigung, dass sie Koop machen irgendwann. Das würde ich mir nach wie vor wünschen, weil es ja ein schönes Spiel ist. Okay. Finde ich nicht. Zack. Das suche ich. Was muss ich machen? Alles, was irgendwie für Content freischalten ist, möchte ich eh machen. Ich habe nur gemeint, ich werde halt nicht jedes mini-unnötige Teil vielleicht irgendwie. So, hier, das Knochenmesser, das meine ich. Das kann ich bis heute nicht, ja. Also da setze ich mir jetzt nicht her und hole das Ganze nach, weil das brauche ich nicht mehr, weil ich es Bessere schon kann. Sowas habe ich gemeint, da werde ich ein bisschen drüber schleißen, schleißig sein. Sonst schauen wir sich natürlich alles an. Und sollte es noch so viel zu tun geben, damit wir was Wichtiges noch ein paar irgendwo nachbrauchen, ja, machen wir noch einen. Es zwingt mich ja keiner, keinen zu machen. So ist es ja nicht. Das war alles von meinem jetzigen Standpunkt aus, so wie es für mich jetzt wirkt. Wie wenn da das meiste erledigt ist, wenn ich mich da täusche, bin ich gern gewillt und mache noch weiter. Weil wie gesagt, ich mache das Spiel ja gern. Ich spiele es ja gern. Es macht ja Spaß. Also ich find's lustig halt. Du hast es halt auch eine Weile gespielt, habe ich gesehen. Gut, dass ich mich. Aber eins muss man schon sagen, ich habe es gestern mal erwähnt, aber so wirklich, also das allerbeste Combat Gunplay hat das Spiel nicht. Also die Kämpfe sind schon teilweise ein bisschen sehr, sehr zart. Muss ich leider sagen. Ist jetzt nicht böse dem Spiel gegenüber gemeint, nebenbei. Weil das in dem Spiel ist es halt größtenteils einfach wenig Kämpfe, kleine Kämpfe. Aber es ist mir nur aufgefallen. Gibt es natürlich Spiele mit einem super tollen Gunplay.
Und dann gibt es wieder welche, wo du denkst, naja, Satz mir nix. So, rein da. So gut, also was will das jetzt haben? Spinne 10? Habe ich 10 Spinnen? Ich habe 10 Spinnen mit. Tja, kann man nicht. Da frage ich mich wirklich, was mit den Knochen da macht. Aber gut. Kadaver hinzufügen. Noch ein. 5. So, die macht jetzt von selbst. Salpeter, ne? Gut. Dann haben wir Salpeter erledigt. Sehr schön. Sowas mag ich. Ein bisschen größere Behälter. Kann man die upgraden? Nein. Ein bisschen größeren Behälter wäre cool. Gut. Dann haben wir jetzt Salpeter. Ich bin nämlich gerade auf das Schießpulver aus, damit ich habe eine Pistole und kann den Schießpulver nicht. So, Salpeter haben wir dann. Dann brauche ich mal hier die Asche. Kann das Kohlebrennstoff in der Schmelze oder der Schmiede hergestellt werden? Wie passiert Asche? Asche. Ah, Asche, 10 von 10. Das musst du aber auch mal wissen. Ich habe den Tooltip da unten nie gelesen. Tja. Fertig. Ja, das war's. Also fertig. Wir haben Asche. Cool. Das ist ja geil. Na, schau. Zwei solche und Wasser, das lasse ich machen. Hey Tom, servus. Da ist ja richtig viel los heute, obwohl es das Spiel ist. In dem Spiel waren die Views in letzter Zeit immer recht mies eigentlich. Also auf Twitch, auf YouTube geht das Spiel recht gut, finde ich. Auf Twitch war das irgendwie nicht so interessant für die meisten. Wusste ich auch, hab mir gedacht, ich will es so trotzdem spielen, weil es ja schön ist, ne? Also mir weil es macht mir Spaß, ja. Und dann freut mich umso mehr, dass ein paar Leute hier sind. Freut mich. Wasser, gekochte Dorschflosse, okay. Dann war das eh die. Wieso habe ich keinen Brennstoff? Hauen wir so einen Stocken rein. Es ist bitter, ne? Das ist fies, sowas, ja. Jetzt haben wir das auch hergestellt. Jetzt muss ich schauen, ob ich noch über Fleisch oder was habe, weil es brennt das Ding 3 Stunden. Hui. Diese komischen Trophäen, Holy, die kann ich eigentlich nicht schmeißen, oder? Außer ich will sie als Deko aufhängen, aber wenn ich es nicht aufhängen will, kann ich schmeißen, oder? Brauche ich für nichts. Ja, die nervt mich nämlich langsam. Ein Platz wegnehmen hier und so. Jetzt bin ich überladen. Ich war vorher schon kurz online und habe nur ein paar Bäume geholt, dass wir da drüben eine kleine Hütte bauen können dann auf den anderen Inseln. Ja, füllen wir gleich an den Wassertank, ist eh wurscht.
Sowas. Und ich dachte, jetzt habe ich mehr als genug Brennmaterial da drin. Anscheinend nicht. So. Salpeter. Dürfte eine Weile dauern. Sonst gehen wir bis daher. Und dann düsen wir mal auf die andere Insel. Füllen wir hier noch nach, nehmen wir noch mit, was geht. Auch. Nein, 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 nein. Nicht, nicht, nicht. Wer? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, holy sorry. Wer wächst nach? Die Bäume oder das? Irgendwas habe ich gelesen. Die Bäume wachsen nach. Und die Pflanzen? Ja, Bäume, ja. Warte mal. Aber nur, wenn ich sie nicht ganz fälle, oder? Wenn ich den Baumstamm aus dem Boden rausreiße, bleiben sie schon weg, oder? Perfekt. Ich habe die nämlich, was ich hier rüben gefällt habe, die Baumstämme bis auf einen drinnen lassen. Weil ich mir gedacht habe schon, es muss ja einen Sinn haben, warum der stecken bleibt und warum ich den rauspieksen kann dann. Ah, du. So, jetzt ist das erledigt. Auf der anderen Insel stellen sich jetzt Wasserfänger auf. Das nervt mich so dermaßen, dieses Wasser daherzahn da. Was ist denn das so? Erhöht die Gewichtsgrenze beim Tragen? Wo kriege ich die Spinne her? Will ich haben. Das wäre mal ein sinnvolles Gebräu. So ein Gebräu fehlt in die ganzen anderen Survival. Ja, die Idee ist ja gar nicht mies. Das würde ich immer herstellen. Das ist wirklich nicht mies, die Idee. Habe ich noch Feder und Tinte? Bevor wir wieder völlig unvorbereitet losdüsen. Den Mais? Na, den habe ich schon mal. Da ist die Witwe. Das probieren wir gleich aus. Was mich schon ungemein nervt an dem Spiel, und das ist wirklich eines der wenigen Sachen, ja. Jetzt ja, immer wenn man das letzte von was weglegt, springt das Bild so wieder rauf ganz und muss immer runterrollen, bei jedem, was man rüberlegt. Das ist so schwer nervend. Schon gut aus. Nimm mir so schwer, warum? Nein, mach ich nicht. Mais und Zergavenblatt. Das Zergavenblatt ist da hier oben. Irgendwo, das weiß ich, weil ich habe das immer mitgenommen und habe nie gewusst genau warum. Oh Gott.
zusätzlich Harz gesammelt. St. Peter, her damit. Nö, habe ich noch nicht. Ich habe im letzten nur gerade angefangen. Ich habe vorher gesagt, den Komposthaufen fehlt mir noch. Dann sind wir da schon mal. Dann haben wir, glaube ich, alles aufgebaut, was ich bis jetzt kann. Wenn da mit dem Buch noch was fehlt, wie du gesagt hast, dann fehlt das noch. Das fehlt noch. Bin ich jetzt komisch? Auf der Chemiebank. Kein geeigneter Mörser. Der Mörser ist auch immer. Kurzer Griff. Gut, brauche ich bei beiden. Ich meine, man findet zwar die ganzen Mats relativ spärlich, aber man muss dazu sagen, dass die einzelnen Sachen hier dann auch relativ wenig Ressourcen eigentlich nur brauchen. Weiß ich, wo wir hin müssen. Da bin ich ja schon tausendmal hingerannt mittlerweile. Der kurze Griff ist ja großer Ast. Ja. Der ist da oben. Hier. Gut. YouTube, bin gleich wieder hier mit dem. So geil, das Knopfball. So, wir sind wieder hier. Wir haben das alles geholt. Sind soweit eigentlich jetzt da in Aufbruchsstimmung. Das Einzige, was ich gerne noch machen würde. Ah, ja, dann liegt es daran. Ich habe mir nämlich schon gedacht, wieso kann ich das nicht, wenn ich das gelernt habe. Aber und ich habe auch Krokodile ja getötet, aber das waren anscheinend nicht Krokodile, sondern eben das andere da. Ach so, die sind schon zum Essen. Ja gut, dann. So Leute, ab geht's. Was von der Haut? Wenn, dann habe ich nicht genug. Weißt du vielleicht noch, wo sie waren? Weil ich wüsste das jetzt ehrlich gesagt nicht. Die da. Und das ist kein Krokodil gewesen. Ja, aber da steht nur Kaimanhaut. Achso, heißen die Krokodile so, oder wie? Ich hab mir gedacht, da steht dann, wenn sie Krokodilstasche ist, hätte ich mir gedacht, da steht dann Krokodilsding. Dann ist das diese getrocknete Ding, was ich zu Leder machen muss. Warte mal. Die brauche ich jetzt mal. So. Dann habe ich jetzt die beste zwei Ding da. Ja, dann kann ich die jetzt da auflegen und kann die getrocknete Haut draus machen.
Das auch erledigt. Na! Ach, jetzt war ich wieder schnell. Ja, 18 Stunden. Hey, Lucky! Zehn Wasser. Einmal die Rinde. Oder ein paar Mal. Sicherheitshalber. Ha! Schaut gut aus. Oh, zweimal diese Seile. Zur getrockneten Haut. Habe ich die nicht irgendwo hier? Das holen muss ich schon noch. Der Werkbank. Zack. Trrrt. So, da kommen wirklich zwei raus, gell? Jetzt haben wir diesen Sehnenfaden. Den habe ich auch jetzt schon 50 Mal hergestellt. Jedes Mal finde ich ihn nicht, wenn ich ihn brauche. Die, glaube ich, darüber verfrachtet, die Nadeln. Ja. Aber jetzt. Los! Ist sich das mit den ganzen vier Nadeln nicht ausgegangen, weil die Nadel so schlecht war? So, YouTube kurz, sonst wird es lang, bevor wir losfahren. Ich hole euch gleich, wenn wir den Rucksack haben. So, weiter geht's. Wir haben jetzt den Rucksack, ein bisschen mehr Gewicht haben wir auch gekriegt und jetzt düsen wir los. Wir sind recht gut ausgestattet. Wir haben so ziemlich viel schon mit, was wir brauchen. Natürlich nicht alles. Ist die Segel zur Krokodilsinsel, düsen wir jetzt rüber. Freue mich schon auf die. Die wird cool. Ja, das ist einerseits sehr cool, andererseits regnet es hier ziemlich häufig. Wenn wir gerade hier auf der Fahrt unterwegs sind. Ich
Ich habe mir halt wieder gekauft oder machen lassen, so ein Banner, was dir so ein, wo man dann da unten stehen, da drückt, so im Bild so unten laufploppt, so dieses Subscribe-Knopf mit dem Mauszeiger, was da drauf klickt. Den werde ich da auch noch morgen übermorgen mal aktivieren. Wie gesagt, auf YouTube sind die Mitgliedschaften online, in Eigenwerbung mal. Jo, weiß ich. Aber ich habe den Vorteil davon nicht gesehen. Man kann das alte auch upgraden, aber was bringt es mir genau? Du portest, glaube ich, schneller, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Also die Reise dort schneller, ist schneller, nur halb so lang oder irgend sowas war da. Schauen wir gleich mal. Im Fall aber auch alles auf, wirklich. Ich kann da nicht heimlich irgendwie mal so drüber schlendern. Das meinst du, das Improved Dog, ne? Hätte ich sogar alles mit dazu. Ja, das schneller wird, ja. Ja gut, das hat mich jetzt nicht gestört, weil es ein Ladescreen nur ist. Die Tageszeit fahre ich meistens früher weg, aber es wäre in dem Fall jetzt egal. Ich brauche diese anderen Werkzeugdinger eh nicht, die hier, jetzt für was anderes. Dann bauen wir das Improved mal. Geht schon, mach mal. Wir werden ja gleich hier wo an Wasser gehen. Wenn ich was sehen tät. Ich muss da ran, sonst kann ich wieder nichts reinlegen. Ja. Andocken. Wir hier. Jetzt sind wir hier. Sorry. Was steht mit da drunter? Werde ich nicht nass. Sehr schön. So Leute, was ich gestern gefunden habe, wenn es sich schon wieder regnet, das, also es ist Nacht auch noch. Jawohl, so das hier ist die Krokodilsinsel. Ich finde sie absolut cool und wollte hier auch mal eine Base bauen. Habe mich aber dazu entschlossen, wie gesagt, wenn ich nur das Spiel spielen würde, wäre es egal, dann könnte ich das machen. Aber da mir jetzt so viel jetzt ansteht, andere Spiele auch reinschauen, will ich jetzt ehrlich gesagt nicht meine komplette Workstations darüber drehen, weil ich überall, wenn ich sie abbaue, die Workstations, überall dann Mats verliere, dann verlierst du wieder Kupfer, dann kannst du wieder ewig wie ein Kupfer laufen, dann fehlt der Eisen, dann fehlt der Silber, bla bla, ich werde nicht die ganze Base hier verlegen, wir werden hier eine kleine Außenposten errichten. Einen Außenposten mit Beeten, weil dann regnet es schön an. So, jetzt schauen wir mal da rein. Da war gestern eine Animation direkt auf den Typen hin. Ich hoffe halt, der tut mir nichts. Eine Friedenspfeife, ist aber lieb. Bin mir nicht sicher, was ich bei dem Typen halten soll. Tabak. Der pfeift sich da Tabak rein. Ich habe auch immer geraucht. Vor eineinhalb Jahren. Hallo Einheimischer. Wer bist du? Ich bin sehr. Kommen sicher ständig Leute vorbei, deswegen ignoriert er mich. Wer bist du? Gespräch beenden. Finde einen Weg mit dem Einheimischen zu kommunizieren. Da geht ja doch noch die Story ein bisschen weiter. Weil Quests waren ja schon aus, aber mit der Typ. Das ist ja neu in dem Spiel jetzt. Normalerweise, wenn die geht eine Quest in die nächste. Und wenn die letzte aus war, war eben da, ja, du kannst jetzt zum nächsten weiter. Ne? Du musst den. Vorletzten ist auch vom Spiel her schon kommen. Danke für den Ding. Die Story über Ponce de Leon geht weiter im nächsten Spielupdate. Dass die dann jetzt sowas wie einen Questgeber verstecken, ist ja neu.
Und dann? Ich sollte danach suchen. Ja, gut. Tippi. Ja, ich geh in dein Zelt auch schlafen. Du kannst mich. Holy, kann ich den hauen? Hast du das probiert? Bevor ich jetzt hinschlag. Und irgendwas furchtbar schief geht. Da. Oh. Ja, gut, das schaut ja schon so aus, wenn ich mit dem was tun muss. Gehen wir mal eine Runde. Ich sperre noch ein da jetzt. Kann er drin bleiben. Was haben wir denn hier Tolles? Blau, rot, blau, grün, rot. Farbenblind auch schon. Draufklettern, da. Was haben wir hier? Ich bräuchte mal einen erhöhten Punkt. Zwecks kartografieren. Ist da irgendwo einer? Ich würde da gerne mal eine Runde kartografieren, aber ich komme da nichts drauf, gell? Na gut, dann. Dann wieder drinnen weiter, da kommen wir sicher worauf dann. Ich stelle ihm so einen riesen Baumstamm vor die Tür. Dass er nicht mehr raus kann. Komm her. Mehr Mützekätzchen. Wie gesagt, ich hasse das Combat zum Teil in dem Spiel wirklich. Also geht, aber geht auch besser. Nennen wir es so. Ein Pfeil. Das ist ja ziemlich verwirrend hier gerade. Sehr schön, Kupfer. Praktisch. 13 drin sogar. Für sowas ist der Trank gut. Trank rein. Vollgas. Scheiße, ich habe eh mein Kartografiezeug gar nicht einpackt.
Ha! Das ist so ein Teil. Vergesse immer auf V zu drücken. Wie weit weg bin ich von meinem Schiff? Ich würde gern. Ich. Was? Der Armbrust oder was? Fällt mir früher ein. Anleitung für Jägersandalen. Ach so, ja. Na, ich habe vorher noch geschaut. Das ist so wie beim. Das war so bei, wie beim Packen, wenn du Urlaub hast, ja. Beim Packen vom Boot habe ich geschaut. Ja, passt, habe ich eh noch. Das ist aber jetzt im Boot blieb. Weil ich auch ehrlich gesagt glaubt hätte. Vergessen habe drauf. Und zweitens hätte ich geglaubt, dass ich. Ich hätte auch geglaubt, dass ich hier gar nicht so viel zu tun habe mehr. Sondern dass es ziemlich bald vorbei ist. Heilt das Ding auch? Ne, jetzt setzen wir Zeit ein bisschen. Haben wir es jetzt rein. Heilen ja alle ein bisschen. Gut, Eisen gibt's auch. Wir müssen mal ganz vorne nochmal. Ja, Ausgang. Mir fehlt hier noch was.
So. Ah, das ist, kann nicht so schwer sein. Aber es ist jetzt gerade völlig verwirrend. Ich hoffe halt irgendwie höher zu kommen, wenn das mir die Karte malen kann. Weil der jetzt Labyrinth ohne Karte, das stimmt schon. Das ist schon ziemlich tricky. Vor allem, wenn es immer so finster wird, dann schaut wieder alles gleich aus und ah. Das habe ich schon ein bisschen schwieriger gemacht, ja. Wieso hüpft denn das jetzt gar nicht drauf, wie sonst immer? Ah, werden wir schon machen. Wollen wir mal kurz einheizen mit was? Wie, da haben wir auch viel. Ja, na, das hast du recht, ja. Ich habe jetzt auch gedacht, mit dem reden wir und sind fertig, aber das Labyrinth habe ich jetzt nicht, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, weil die anderen Inseln waren ja nicht schwer. Die anderen Inseln sind auch nicht so verwirrt gewesen, da bist du immer gleich wohin kommen. Ja. Und die ist jetzt, ich glaube auch nicht, dass das jetzt unlösbar ist, aber es ist halt ein bisschen zach. Ich glaube, dass da einen Turm gab, oder? Holy, hilf mir mal. War das das Spiel? Da gibt es doch so einen Turm, so einen Aussichtsturm zum Aufbauen, oder? Ah, hier. Rauf auf den, kartografieren. Win. Würde ich mal sagen. Ich müsste höher rauf als die Felsen, gell? Jetzt auch mit, sonst vergessen wir wieder drauf. Drei Seile habe ich eh nicht mit. Zwei hätte ich. Ne, das machen wir wenn dann anders. Ein so umtingelten Stein haben wir das. Warte mal, wie spät ist denn? Ist schon Zeit zum. Das hätte sein müssen, dass ich jetzt nasse fallen.
Los, lass mich darüber. Ach, dieses Laufen, Springen geht im Spiel überhaupt nicht gescheit. Nein. Da kann man das ja nicht platzieren, ne? Es geht ja immer nur ganz auf genau. Okay. Kann man hier mal was machen? Tada! Läuft! Kommt man da vom Meer rein? Weil das ist so Wasser einzeichnet. Nein? Okay. Soll ich irgendwo gleich stecken bleiben und nicht mehr rauskommen, ne? Da will ich jetzt nicht runterfallen. Oh. So, kaum sagt man es. Na gut. Auf ein neues. Gehen wir mal da rechts ab, aber da stehen wir, glaube ich, jetzt an. Das sieht man eigentlich auf der. Wirklich helfen tut mir die Karte eh nichts. Das ist nur beim wieder rauslaufen hilft es da ein bisschen, aber. Ja, scheiß Ding. Ist da rechts irgendwo dann die Mine? Da, ja. So, hier. So, wenn man die Höhlen nicht sieht, ist das ziemlich. Das akzeptiere ich nicht, ich will darauf. Na. Ich glaube, das wäre von woanders auch gegangen. Oh, das schaut gut aus. Kochbuch von Apicius. Boah! The fuck? Bleibt das jetzt so? Dann hoffe ich nämlich mal, dass er nicht die ganze Insel geflutet hat. Ich wollte da bauen. Kann ich das öfter machen, oder geht das nur einmal? Yay! Es war echt cool, also... Da muss ich jetzt dazu sagen, so viel Interaktivität mit der Umgebung hatte das Spiel
Optisch dargestellt noch nie. Normal hast du immer nur gehört, was passiert oder so. Ja, das ist ein cooles Bett. Meins schreit leider nie nach mir, sonst würde ich auch mal früher zu ihm gehen. Hui! Cool! Nein, nicht cool, uncool. Aber gute Nacht, Daki. Schlaf gut. Danke, dass du hier warst. Sehen uns dann bald wieder. Geht das nur runter, wenn ich darüber zu dem Ding schwimme? Sonst lasse ich es einfach überschwemmt und fertig. Anscheinend. Faszinierend, wie ich da gerade nicht rausgefunden habe. Nur weil da Wasser war. Tja. Ah. Weg. Ich mache mal das auf dem Weg durch. Ist mir zu doof. So, mein lieber tabakrauchender Freund. Ich habe übrigens ein neues Headset. Habe ich aber noch nicht oben. Ich bin noch nicht ausgegangen. Meine Kleine heute wieder später schlafen gegangen. Sie. Lege die Tafel hin. Wohin? Sprich mit dem Einheimischen. Ah, jetzt kannst du fahren mit meiner Sprache, du Sack. Jetzt habe ich mich auch gewundert gerade. Ich glaube, Ans Holy, ich glaube, dass da irgendwas versteckt ist, wo? Und wie man jetzt gesehen hat, bleibt ja das Wasser so lange oben, bis ich da oben reingehe. Das heißt, wenn ich da rausgehe mit der Tauchermaske und dann im Endeffekt da irgendwo das wieder mache, dann bleibt das Wasser ja oben. Vielleicht kann man da irgendwo beim Berg rauf oder in eine Höhle rein oder so, wo man normal nicht hinkommt ohne. Da muss irgendwas sein. Was ich nebenbei auch sehr cool fände, weil das ja wieder was Neues wäre. Bis jetzt sind sie ja ziemlich straight eigentlich immer bei die Quests durch. Boah. Jetzt verstehst du mich sehr gut. Alphabet zu bringen hierher. Wir uns verstehen, das ist gut. Und vielleicht kommt das ja noch. Man weiß ja nie, was hier, wenn es so auf Etappen ist, weißt du ja nie, ob es vielleicht noch kommt, ne? Wer bist du? Ich Omovis, Schamane von Schlangenstamm. Ich verstecke in Labyrinth mit Wasser des Lebens. Ich überlebe Kriege der Unsterblichen. Ah, das ist der Krieg, der deine Zivilisation zerstört hat, oder? Das ist richtig. Viele von meinem Stamm gefangen und getötet wurden, weil lähmendes Gift, also ich verstecken hier. Erzähl mir davon. Ich war würdiger Saat der Spaltung zwischen Stämmen. Wir haben gestreut. Stolz und Gier nach Wasser des Lebens meine Zivilisation haben zerstört. Ich Zeuge, mein Volk gestorben wegen mich. Strafe ist, ich Letzte, der Letzte ich bin und viele Jahre allein leben muss. Das ist traurig. Was ist lähmendes Gift?
Besser zu zeigen als reden. Du bringst einen toten Frosch aus Sumpf und ich mache Gift, Frösche du finden auf gelbe Insel. Verstanden, ich geh jetzt los. Sind das die blauen Frösche, Holy? Ich glaube, den habe ich mit. Der liegt im Schiff. Allzeit bereit! Ich glaube, in unseren Außenposten wird es nichts und ich glaube, meine übereilte Ankündigung am Anfang, das wird der letzte Part, stimmt wieder nicht. Ich sollte ja aus Fehlern lernen. Ich habe ja damals schon mal so öfter sowas gemacht und dann war es nicht so. Da war man aber jetzt eben, weil der Entwickler mich getrollt hat, indem er wirklich einfach sagt, ja, das ist jetzt hier zu Ende, du kannst jetzt nachher weiterspielen. Wieso kann der im Dunkeln nicht weiterlesen? Ja, ich kann mir auch einen neuen holen, aber ich versuch's mal. Wie viel bin ich denn zu schwer? Bis zum 70. Pfeifst da rein, wurscht. Wappler. Oh, schau, da ist ein Frosch. Guck mal, hier. Da, nimm den. Sackelpicker. Verdammter. Na dann. Was wollte ich denn da gerade machen? Ah ja. Nein. So, wenn er meint die gelbe Insel, meint er die Schwefel. Beides Schwefelinsel. Wo habe ich in den blauen Frosch gefunden? Hier. Glaube ich. Der war in die Sumpfgebiete hier. Mich jetzt nicht ganz täusche. Ja, ich glaube, das stimmt. Nee, das alles hier ist mir nicht sumpfig genug. Mach ihn. Blöder blauer Frosch.
Na gut. YouTube, hier bremsen wir mal den YouTube-Part aus. Ich besorge mir so einen blauen Frosch, der rennt da rum. Wenn ich den habe, gehe ich zurück und dann startet man noch ein Part. Dann wahrscheinlich oder auch den letzten. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich denke mal, es wird so sein. Gut, YouTube, danke fürs hier sein. Abo, Like, Comment, nicht vergessen, meine Freunde. Bis dann und...